Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der A5 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 55-jährige Frau lebensgefährlich verletzt wurde. Laut Polizeiangaben hatten Verkehrsteilnehmer gegen 7.45 Uhr gemeldet, dass zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und dem Autobahnkreuz Weinheim in Fahrtrichtung Frankfurt ein PKW auf dem Standstreifen stand und sich eine Person auf der Fahrbahn befand. Diese Person, eine 55-jährige Frau, wurde kurz darauf von einem vorbeifahrenden Lastwagen erfasst und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch vor Ort reanimiert werden musste. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Nach ersten Erkenntnissen befindet sie sich in einem kritischen Zustand. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Frankfurt bis etwa 10.40 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Hirschberg abgeleitet. Die Autobahnpolizei Mannheim hat die Ermittlungen zu den Unfallursachen aufgenommen